pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Hi, mein Name ist Jonas, dein Name ist auch Jonas und wir trinken jedes Mal einen Schluck, wenn wir die neue 100 erreichen bei den Zuschauerzahlen. Was wir noch machen, ist jedes Mal, wenn jemand abonniert, müssen wir ein Geheimnis von uns verraten. Immer abwechselnd mal Jonas Ems, mal Jonas Wuttke. Willkommen bei zwei Blondinen, ein Geheimnis. Wieso sage ich das eigentlich jedes Mal falsch? Willkommen bei zwei Blonde, kein Gedanke. Zwei Blondinen, ein Geheimnis. Zwei Blondinen, ein Geheimnis. Zwei Blondinen, ein Geheimnis. Willkommen bei zwei Blondinen, ein Geheimnis. Okay, ich hatte mal Sex auf einem Berg. Also ich bin hochgewandert. Ja, du wohnst auf einem scheiß Berg. Nein. Nein. 2458 glaube ich nicht. Erstmal zweifle ich das noch an. Erzähl ein Geheimnis. Ich hab doch gerade schon. Du bist dran. Ich hab mit dem Berg gesagt. Ach so. Auf welchem Berg denn? Das war in Volda. Norwegen war das ein Berg. Berghain oder was? Berghain, Berlin. Mein Leben lang wurde ich schon hier. Ja. Etwa beim Wandern gehen mit der Familie. Alter. Die Etappe nach oben habt ihr ganz toll gemeistert. Mami, hier gibt's die Belohnung. Es gibt viele Witze in diese Richtung, ne? Als wäre hier irgendwas, ja. Ihr müsst auch Respekt vor den Geheimnissen haben. Wir können nicht so. Jetzt musst du mal eins mal raushauen, Mann. Hä, was halt raushauen? Ich habe eben schon einen rausgehauen. Aber du bist ja schon wieder dran. Ich hatte schon Sex mit einem Hund. You what? Oh Gott. Jetzt einfach sowas, ne? Dann alle auch so. Alle so. So jemand auf. Ich wollte doch nur ein Geheimnis droppen. So jemand, der an einem Partyabend oder so auch eins draufsetzt. Ja, genau. Und alle in der Runde. Krass, dass ihr alle so offen ja. seid. Hört mal. Ich habe meine Freundin angepinkelt. Und dann alle diese Stille im Raum so plötzlich, ne? Und dann. Ja. Hast du schon? Okay, dieses Geheimnis das ist jetzt echt nichts Schlimmes, aber ich möchte es nur machen, um auch gerade diesen Stream mit der Reichweite zu nutzen. Ich stehe wirklich komplett darauf, wenn Frauen natürlich sind. Also aufgespritzte Lippen, gemachte Brüste, zum Beispiel gemachte Brüste oder ein generell gemachter Körper oder so, ist etwas, was mich grundsätzlich nicht anturnt. Sondern es ist wirklich so Natürlichkeit. Und wenn ich jetzt immer entscheiden muss, ich heute immer auch ein Video beantworte, wahrscheinlich wissen die das die meisten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich eher der Arschtyp, weil ich bin der Meinung, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber theoretisch hat also man als... Arsch aufspritzen wäre für dich okay. Theoretisch hat man als Frau die Möglichkeit, den Hintern zu trainieren. Bei Brüsten ist man als Frau machtlos so und ich finde es nicht fair, das daran zu bewerten, verstehst du? Also ich finde es nicht fair zu sagen, jo, ich stehe auf dicke Brüste. Es gibt so viele Mädchen, die haben keine Brüste, aber es stört mich überhaupt nicht. Es ist wirklich auch so, das sage ich nicht aus Fairness, sondern wirklich, weil es mir Wayne so. Also ich finde Arsch nice auf jeden Fall, aber so, das weiß ich, ist mir so egal. Ja. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein dreckiges Geheimnis. Ist auch irgendwie so ein komisches Geheimnis. Mehr ja, es ist mehr so ein Statement gewesen, aber trotzdem, ich wollte es loswerden. Aber ich finde ein sehr, sehr angebrachtes Statement, weil wenn man mal über Filter und alles so ein bisschen nachdenkt und diese... Wenn man, es ist, wird einem, ich weiß gar nicht, ob das immer der Wunsch ist oder ob man irgendwann alles so viel sieht, wie alles zurecht bearbeitet ist. Also, es ist ja auch so eine Klischee-Kritik, die jeder schon mal gehört hat, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen, wo man so denkt, muss das jetzt sein, irgendwie nochmal ein Filter, der zum Beispiel die Lippen noch betont oder also die so aussehen lässt, als wären die nochmal betonter, so, wo ich mir dann auch so denke, das muss doch jetzt auch gar nicht sein in irgendeinem, also, das muss der Filter ja gar nicht machen. Ich finde es okay, wenn so ein bisschen wie hier jetzt was weggeleuchtet wird, die eine oder andere Falte, der eine oder andere Pickel. Aber was sagst du zu Make-up, ist eine Frage. Was sagst du zu Make-up? Keine Ahnung, ich finde, grundsätzlich ist es schon ganz cool, dass man auch so für sich zurecht machen kann. Das ist ja auch so, also finde ich okay. Ja. Und du? Entschuldige bitte. Ja, also es ist halt, ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, weil man kann ja zum Beispiel auch nicht dafür, wenn man einen Pickel hat oder so, und wenn man sich die wegretuschieren kann im echten Leben, ist es cool. Ich sag mal so, ich mag jetzt, wenn ich bei Mädchen mir anschaue, mag ich trotzdem eher so den natürlichen Style als jetzt so ein komplett überschminkter, so mit übertrieben, wie nennt man das alles, Rouge, Kajal, ich keine Ahnung, wie man das alles nennt. Fake-Wimpern. Finde ich tatsächlich okay. Also da habe ich nicht so ein Problem mit. Mhm. Weil das schadet niemandem. Und es gibt halt von Natur aus Leute, die haben dickere und dünnere Wimpern. So. Und man kann sich die Wimpern ja auch trainieren. Wenn man, also zum Beispiel die, da kann man sich so Mini-Hanteln bestellen. Und die kann man sich dann kann man sich hier so ranbauen. Und dann muss man ganz oft blinzeln und dann Gelnägel. Das Ding ist, der Vorteil von so Nägeln ist, dass es sich teilweise gut anfühlen kann, wenn das über die Haut Was machst du? Gleitet.
Hamsterbacken. Habe ich mir aufspritzen lassen, beispielsweise? Kann uns jemand mal updaten, wie viel Geheimnisse jemand noch offenbaren muss? Aber bitte seid mal ehrlich, hat jemand mitgezählt? Ich glaube, es sind noch so, ich müsste noch zwei oder drei. Das Ironie zwei. Schon fehlt, ja. Wir machen eine Traumreise. Jonas Wuttke wird uns da durchführen. Ich werde euch. Es ist wirklich wichtig für diese Traumreihe, Traumreise. Dass ihr euch nackt auszieht. Hör mal auf, Jonas, jetzt. Dass ihr euch, die Augen schließt jetzt. Dass ihr die Augen schließt und das wirklich auch zulasst, das Gefühl. Du musst relativ nah mit deinem Mund an das Mikrofon rangehen. Oh mein Gott, Jonas Wuttke hat es geschafft, beim ersten Mal anzustoßen. Das sind meine Erfolge. Ja, mach ich. Nah ans Mikrofon, mit einer ruhigen Stimme reden. Mhm. Ich mache meine Augen zu und ich genieße diese Reise jetzt. Aber einfach. Bitte alle die Augen zu. Genießt alles bitte. Auch am besten ist, wenn ihr Kopfhörer. Pass auf, ich gebe euch noch eine Minute, um Kopfhörer anzuziehen, dann können wir das hier ja schon mal öffnen. Was ist denn Kopfhörer. Hier passiert? Wie, was ist hier passiert? Ich habe Vanille gekriegt. Was meinst du damit? So, das hier ist nämlich unsympathisch TV. Ganz ehrlich. Ja, hey, wer kennt diese Taktik nicht? Du bist einfach zu dumm, um früh genug aufzupassen. Diese Taktik kenne ich aus der Grundschule. Das haben die immer so gemacht. Ja, aus der Grundschule. Bist du fünf oder was? Nee, das ging dann weiter. Das ist für mich ein Grund, den Stream. Auf dem Gymnasium ging das weiter. Das ist für mich ein Grund, den Stream. Ja, wie unfair. Ganz ehrlich, Lisa. Ist es unfair oder ist es einfach nur in Ordnung? Ich finde, es ist einfach nur in Ordnung.